Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands 3. Wir spielen heute das neue DLC Psychokrieg und der fantastische Fasterklack. Auf geht's. Wir starten die Mission hier auf das Sanctuary. Dringe ins Psycholand ein. Werden wir machen. Ich habe lange versucht herauszufinden, wie sie ticken, lande aber meist bei einer Bombe, die sie einst verschluckt haben. Dieses Mal habe ich jedoch den geeigneten Kandidaten gefunden, der nicht explodieren wird. Damit dieses Experiment überhaupt funktioniert, müssen wir an einen psychisch neutralen Ort des Alls reisen. Ich habe einen auf der Galaxiskarte markiert. Bringt die Sanctuary dorthin und wir können beginnen. Okay, auf geht's. Wir werden dieses DLC komplett einmal durchspielen, aber wir spielen es auf leicht, wir wollen ja nur die Story sehen. Was brauchen wir? Kriegsverstand, fliegen wir hin. Einmal die coole Szene anschauen hier. Und wir sind da, benutze die Landekapsel. Ui, das sieht doch toll aus. Schauen wir ein bisschen näher an. Ich habe eine Landekapsel mit einer neutralen Matrix-Schnittstelle versehen, mit der du direkt in den speziellen Geist des Subjekts springen kannst. Du schickst mich direkt an das Gehirn einer anderen Person. Das klingt nicht sehr wahrscheinlich. Tu dir bitte nicht weh beim Versuch, es zu verstehen. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie lässt sich von unmöglichem Schwachsinn nicht unterscheiden. Los jetzt! Wie geht's, Kajot? Geht schon, dankeschön. Weiter. Und wir reisen los. Das Psycholand! Was geht durch den Kopf eines Psychos? Meist etwas Rostiges und Scharfes. Aber was ist mit ihren Gedanken, ihren Erinnerungen, ihren Träumen? Ich habe die Psychos auf Pandora jahrzehntelang studiert. Und ich glaube, sie alle haben etwas gemeinsam. Eine Idee, so mächtig, dass sie jeden Verstand bricht, der sie enthält. Ich nenne sie Kamerhalla. Das ist Krieg, ein Crimson Raider. Ein Freund und, besonders wichtig für heute, ein Psycho. Sag Hallo, Krieg. Maden winden sich in den Eiter. Kommunikation ist nicht seine Stärke. Sie wäre auch nicht deine, wenn dein Geist wie seiner wäre. Um Antworten zu finden, müssen wir sie also selbst suchen. Wie wird man zu einem Psycho? Was befindet sich in Kamerhalla? Finden wir es heraus. Hui, schöne Landschaft, tolle Grafik. Die Kapsel sieht auch toll aus. Gut, los geht's, wir reisen mal in den Wald hier. Sieht doch schön aus, oder? Ja, gefällt mir gut. Was haben wir hier? Hallo, ich spreche mit dir über meine selbstentwickelte Brainlink-Technologie. Patentverweigerungseinspruch ausstehen. Wie sieht's da drin aus? Das ist das Gehirn eines bösartigen Raubtiers. Tennis, bist du sicher, dass ich am richtigen Ort bin? Ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe. Sowas passiert mir nicht. Wieso fragst du? Was siehst du? Krieg, den kann fliegen, den Dreck verrotten. Krieg, hallo. Das passt. Keine Angst, Tennis. Das ist der richtige Ort. Okay, was fliegen die denn da? Okay. Was tun wir hier?
Ja. Alles zerschießen. Mal eine andere Waffe, die hier mag ich nicht. Pump Gun, cool. Okay, stopp. Gut. Was? Aber die Spielsachen schmecken mit gerissenen Brocken. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Willkommensparty meines Freundes hier würdest du nicht überleben. Es gibt einen Ort, an dem wir reden können. Komm rein. Ich bin auf der anderen Seite. Oh, cool. Vor und zurückschlitzen, wo der Darm dünner wird. Okay, machen wir. Schub für die vertrockneten Spieße. Ja. Muhaha, ich komme. Das tut mir wirklich leid. Der Durchgeknallte kontrolliert mittlerweile fast alles. Der Rest dieses Ortes ist ziemlich am Arsch, aber hier drin lässt er mich in Frieden. Hier bist du fürs Erste sicher. Okay, hier gleich ein Echolog. Wenn wir schon gemeinsam hier drin festsitzen, können wir uns auch die Zeit vertreiben. Ich kenne deinen Witz. Bereit? Kakableko! Gut, dann mal los. Warum ging der Skag über die Straße? Muss jagen. Sie locken meine Schatten. Ausweiten. Ein Bauch voll mit Kohle. Ein Festball. Hier sind keine Skags. Es ist ein Witz. Eine Phantomjagd. Genau, rein imaginär, wie ein Märchen. Also, warum ging der Skag über die Straße? Mein Schatten frisst. Okay. Gut so. Wir gehen mal zu unserem alten Freund hier. Lilo? Willkommen in meinem Zuhause. Ich bin es nicht gewohnt, Gäste zu empfangen. Also, wer bist du? Mich nennt man Flag. Wer bist du, wenn du nicht Krieg bist? Nun, ich bin ebenfalls Krieg. Zumindest der Teil, der weiß, wie man mehr als eine kreischende Killermaschine ist. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Tennis hat mich auf diese verrückte Reise geschickt, um zu erfahren, was Psychos zu Psychos macht. Sie nennt es Kammerhalla. Tennis, ja? Hätte ich mir denken können. Sie will wissen, warum Irre so irre sind? Das frage ich mich auch. Aber ich glaube, er will nicht, dass ich es erfahre. Siehst du das? Wenn es dein sogenanntes Kammerhalla wirklich gibt, dann gewiss da drin. Er hält mich schon davon fern, solange ich denken kann. Vielleicht kannst du dich hineinschleichen. Versuch's mal. Okay. Ich mach's. Oder auch nicht. Eine Horde bedroht nie. Ich bin ein Palindrom. Ruhig, okay. Mama. Der Kammerjäger sieht sich noch um. Dir die Ohren abschneiden. Ja, schon verstanden, du Drama Queen. Was ich alles geben würde, um den Drama Queen. Du bist meine eigene blutige Amputation. Schön, dass wir uns verstehen. Vielleicht verschwinde ich einfach mit dem Kammerjäger. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Denk drüber nach. Wenn Tennis dich hier reinbringen kann, kann sie mich vielleicht auch hier rausholen und in einen Roboterkörper stecken oder so. Das wäre cool. Solange ich den Wichser nicht mehr ertragen muss, wäre ich auch damit zufrieden, ein Klumpen in einem Mayonnaiseglas zu sein. Tennis, kriegst du das hin? Oh, absolut. Man kann den menschlichen Verstand auf einer Speicherkarte von der Größe einer Briefmarke speichern. Ich habe eine ganze Schublade voll davon. Aber ich suche fix das gewünschte Mayonnaiseglas. Hey, hörst du das? Du musst unserem Gast nur die Tür nach Kammerhalla öffnen und schon bekommst du, was du schon immer wolltest. Du bist mich los. Für immer. Schneide die Kette in rasiermesserscharfe Armbänder. Lass die Klinge tanzen. Klingt, als wäre er genauso froh, mich loszuwerden wie ich. Also gut, wo sind die Schlüssel? Verlorene Ruinen. Soll das heißen, du hast sie verloren? Natürlich. Warum rede ich überhaupt mit dir?
Poliere den Kelch, bring den Spucknapf zum Glänzen, erschaffe Spiegelbilder von Monstern. Okay, er meint, wir müssen unser Hirn durchforsten und die Teile seiner Statue finden. Wir brauchen eine Bassaxt, einen Panzerhandschuh und eine Maske. Der kreischende Dosenöffner! Okay, dringen ins Psycholand ein. Eine Kugel. Wofür ist sie gut? Jage den Fleischmann! Okay, Fleischmann. Gib dem Baby seinen Milchknochen! Da lang geht's zu einer alten Erinnerung. Zumindest früher, bevor dieser Penner alles kaputt gemacht hat. Hoffentlich magst du schräges Zeug, Kammerjäger. Natürlich mögen wir das. Also gut, wo fangen wir an bei deiner kleinen Schnitzel? Achievement! Ohne Fleisch kein Prize. Du hast ihn okay. Gehört. Die Bassaxt der Statue muss irgendwo da drin sein. Holen wir sie uns. Neues Level erreicht. Mal gucken, was wir hier haben. Mal kennenlösen. Granatenschaden. Kritischer Schaden natürlich. Sehr gut. Ja. Werden wir auch noch schaffen. Los geht's. Dringe in die Erinnerung ein. Hey, ich erinnere mich. Lilith schickte uns auf eine Mission, um eine KDK-Festung anzugreifen. Hör zu, das könnte ein ziemlich brutaler Ritt werden. Du solltest dich ausrüsten. Sieh in der Kiste da vorne nach. Ich sehne mich nach dem Ruf des Schlechters. Er freut sich darauf, diese Bassaxt zu bekommen. Tennis, funktioniert diese tolle Beute auch in der echten Welt? Oh ja, sie wird einwandfrei funktionieren, solange du dich dauerhaft auf die Verleugnung ihrer nicht unbeständigen Anti-Existenz konzentrieren kannst, natürlich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wenn die Fixierung der Psychos auf den Krieg in Betracht zieht, müsste Kammerhalle komplett überhäuft mit Waffen aller Art sein. Da kann man sich darauf freuen. Schön. Nun, ich schätze, wir sollten jetzt los. Immer weiter. Es ist sinnlos, zurückzublicken. Suchen wir diese Bassaxt. Elendes Gemetzel! Okay. Öffne die Tür. Schalte hier. Auf geht's. Um es mit einem archaischen Wort für abgefahren zu sagen. Abgefahren. Geil. Das ist genau, wovon ich immer gesprochen habe. Du bist das Letzte. Du lässt unseren Verstand verrotten. Sieh dir das nur an. Eine Katastrophe. Ein Schlachthof für leckere Wiesel. Du und ich haben völlig unterschiedliche Definitionen von Spaß. Muss Organe aus ihren Fleischtaschen reißen. Okay, er freut sich wirklich darauf, nach dieser Bassaxt zu suchen. Lass ihn wissen, wenn du bereit bist. Bin bereit. Fleischhorn! Das Fleischhorn muss geblasen werden! Ja, verstehe. Das Fleischhorn. Natürlich. Völlig logisch. Echt jetzt? Das Fleischhorn muss geblasen werden? Du weißt schon, wie verkehrt das klingt, oder? Crimson Raiders auf viele Missionen geschickt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie so fleischorientiert waren. Aber so ist das mit den flüchtigen Erinnerungen. Wusstest du, dass unser Verstand unsere Erinnerungen jedes Mal rekonstruiert, wenn wir sie uns ins Gedächtnis rufen? Fast so, wie wenn Kinder Echofon spielen und sich Sätze ins Ohr flüstern. Die Erinnerung verändert sich mit jedem Abruf etwas. Der Verstand eines Psychos potenziert diese Verzerrung offenbar. Ja, so, wir laufen hier durch. Wir wollen ganz, ganz schnell zu der nächsten Storyline. Hallo Psychos, lasst mich bitte leben. Dankeschön. Ja, ist okay. Alles klar. Hier mal rüber. Da unten ist eine Mission. Machen wir später. Lassen wir uns noch über für ein paar andere Videos.
Hier geht's weiter. Hallöchen. Fleischhörnchen. Okay. Ich schätze, er lässt dir den Vortritt. Dankeschön. Puste, puste. Oh. Okay. Finden wir heraus, ob die Burg den Ruf erwidert. Flüsse voller Innereien und Schneckenfäule. Ekelig. Aber okay. Weiter geht's. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, in Theorie. Okay, gut. Weiter geht's. Natürlich, natürlich. Hier hoch. Ja, hier geht's weiter. Wunderbar. Sehr schön. Da vorne sieht es doch auch sehr gut aus. Hallo. Trefflich gesprochen, mein Freund Krieg. Hey, Tür auf. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten der KDK gegen Sie gerichtet, um das Tor der Festung zu durchbrechen. Such die Katapulte, Kammerjäger. Ach so. Ich weiß nicht, wieso diese Mission wichtig für ihn ist. Schätze, das war das erste Mal seit langem, dass er mit einem Crimson Raider gekämpft hat. Ansonsten war das eher eintönig. Ich schätze, du wirst mitspielen müssen, damit wir unsere Ziele erreichen. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem für dich wäre, noch mehr Kinder der Kammer niederzumetzeln. Kein Problem. Wässrig machende Urgewalt. Maurice hat mir Lektion zur Stärkung der Moral gegeben. Ich hoffe, ich mache das richtig. Sehr gut, hier hoch, hier durch und hier haben wir, was ist denn das hier, eine Schleuder? Okay, drehen. Richtung Tor, natürlich. Und jetzt, welchen Knopf sollten wir? Den hier. Ah, schön. Ich liebe diese bogenförmige Flugbahn. Cool. Muss diesen verdammten Stein ausgehen. Hey, soll das? Noch ein Schuss, bevor die Mauer fällt. Okay. Hier geht's weiter. Hier runter. Mir fehlt die Wertschätzung eines Individuums und ich erbitte um deine Reklassifizierung zu einem Skag! Ah. Ui. Er hat dich ein Skag genannt, Alter! Bosskampf! Ich freue mich! Ui, bist du evil! Brick? Kaka! Cool! Mordecai! Wir können keine Schurken von unterdurchschnittlicher Intelligenz bei den Crimson Riders gebrauchen! Punkt. Ja, ich bin mit einem Vogel verheiratet. Boah, beruhige dich. Das ist nicht real. Fang keinen Streit an. Ich bin der Aufbrecher von Peitschenhiebwunden! Ist dieser unstreitbare Barbar überhaupt unserer Sprache mächtig? Genau. Lern zu reden, Trottel. Kaka! Verprügeln wir ihn. Omnipräsent. Okay. Einmal besiegen. Ganz schnell. Einmal den hier. Und einmal den hier oben. Und das war's auch schon. Haben wir hier Tolles? Dir, sie sind unsere Freunde, verstanden? Erinnerungskugel nehme ich gerne. Komm schon, wir brauchen diese Bastards. Ich auch gerne. Was haben wir hier Schönes? Stimulus Groß Rogue. Okay. Gut. Nehmen wir alles mit. Wunderbar. Den Rest auch noch mitnehmen. Inventar voll. Sehr gut. Wir müssen was verkaufen.
Weiter geht's. Da schläft hier einer. Nicht mehr lang. Nun sieh sich einer diese schlafende Arschloch an. Das könnte funktionieren. Schleudern wir diesen korrosiven Trampel auf das Tor. Nein! Der Leichenbeschauer wünscht volles Inventar! Gigantisch! Er müsste größer sein, oder? Wir können ihn vielleicht füttern. Such nach ein paar Skeks in der Nähe. Diese Dinger fressen einfach alles. Faszinierend. Krieg hat offenbar seine Ängste, von den Kollegen bei den Crimson Raiders abgelehnt zu werden, verinnerlicht. Das kann ich nachvollziehen. Ich fürchte oft, dass andere durch meinen überlegenen Intellekt eingeschüchtert werden. Aber ich beruhige mich damit, dass mir das total egal ist. Hey, werd nicht frei. Junger Mann. Weg mit dir. Okay, hier ein Teil. Vielleicht Teil und haben wir noch eins? Hier, nächstes Fleischteil. Okay, wir kommen. Futter für den Aussätzigen. Wohin damit? Rohes Fleisch für das klaffende Maul. Ah, ins Halsloch. Okay, ins Halsloch. Ui. Schmeckt hier, Junge. Noch eins. Oh, ist ein großer hier. Schmatzfresser. Ich hatte Angst, dass es ihn aufweckt. Zerstörung. Nein, noch nicht. Ich glaube, wir könnten noch mehr Schaden rausholen. Sprengröhren für die Zoten. Genau das meinte ich. Suchen wir etwas Dynamit. Oh, Dynamit. Okay. Ja, das sollte klappen. Kastrieren wir das Schaf. Gut, ab in die Luke damit. Okay. Schnell weg damit. Mann, den weckt echt gar nichts auf. Er ist soweit. Schleudern wir ihn los. Bon voyage. Und tschüss. Ja, das hat geholfen. Unser improvisiertes Geschoss war nicht genug. Das Tor steht noch. Gibt's ja nicht. Wow, der fleckige Himmelskörper bringt den Untergang von oben. Wir können den Mond nicht abschießen. Hartes Gestein knackt die Hülle. Okay, du hast gehört. Schießen wir den Mond runter. Davon habe ich schon immer geträumt. Die große Himmelsjagd beginnt. Okay, wir schießen den Mond runter. Aber in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.